Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost! Läuft das Band? Wunderbar. Kommunikation aus meinem schönen kleinen Partykeller. Und wiederholt gesagt, das ist mein Partykeller. Und ich habe einen heute, den habe ich fast tätowiert, seitdem ich ihn kenne, außer genaue Datum, aber 2011 haben wir uns kennengelernt. Alain Frey. Ja, danke schön für die Einladung. Ein Schweizer Comedian, der eigentlich gar kein Schweizer mehr ist, wenn du ehrlich bist. Doch, man ja? Bleibt Schweizer immer. Kriegst du ja keine zweite Staatsbürgerschaft. Möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Nein, also nichts gegen Deutschland, aber ja? Guck mal, wenn du Schweizer Pass hast, du kommst. Ich glaube, wenn ich Schweizer wäre, wäre ich auch Schweizer. Ja, genau. Also, es ist tatsächlich so. Man hat mir mal in jungen Jahren gesagt, da ich in Kanada geboren wäre. Da war ich auch sehr stolz drauf, weil wir Familie in Kanada haben. Aber war eine Verarschung. Aber stimmt meiner, das? Nee, war eine Verarschung meiner Mutter. Warum tut die das? Sie hat das mal so erzählt und es steht auch tatsächlich in meiner Biografie, steht das mit drin. Und irgendwann musste ich einen Kinderausweis haben. Und dann habe ich gesagt, ich bin in Montreal geboren, weil meine Mutter mir das gesagt hatte. Und hier steht Duisburg. Ich sage, nein, musste ich also meine Geburtsurkunde. Und dann stand Duisburg. Da war ich im ersten Moment tatsächlich in Deutsch. Enttäuscht. Boah, das ist ja geil. Nein, aber trotzdem bin ich natürlich auch stolz, hier zu sein. Nur Kanada ist auch irgendwie geil. Es gibt ja, so Länder, die sind einfach Schweiz, Kanada, es gibt Schottland. Ganz, es gibt so einen Touch gleich, weißt du? Du bist ja so ein Weltmann sofort, ja, weil du woanders geboren bist. Ja. Ich meine, hier ist cool, aber dann hättest du noch so, ey, aber eigentlich bin ich auch ein bisschen Kanadier. Ja, das also bin ich auch irgendwie. Vom Gefühl her bin ich auch. Ja, aber du hast ja all die Jahre gedacht, du wärst. Komplette Familie mütterlicherseits ist jetzt in Kanada. Ne? Ja, ja. Und da bin ich auch, wenn du rüberfährst, du weißt, wo du pennen kannst, ist wunderbar. Ne? Und ich habe auch schon viel, der ist ja meine Nichte und davon der Sohn, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Großnichte oder Großneffe oder irgendwie sowas, der Sohn, der hat, die mussten über berühmte Persönlichkeiten schreiben an der Schule und was vortragen. Da hat der Eins gekriegt, hat über mich geschrieben. Ach, Hammer. Mich kennt da keine Sau, glaub mir das. Und dann hat der so ein Video, war zwar alles auf Deutsch dann natürlich, ne? Wir haben ja noch nicht mit englischen Ton da mit drin, aber hat der eine DVD dann da abgegeben und ach echt, das ist dein Onkel. Wunderbar, echt. Und spricht der, die sprechen auch noch Deutsch? Die können Deutsch sprechen, viel Französisch, Montreal ist französisches Gebiet. Und Englisch natürlich wunderbar, aber die Mutter bringt den auch ein bisschen Deutsch bei. Aber geile Geschichte, ist ja dann nicht so. Er versucht mir auch immer auf Deutsch ein bisschen zu schreiben, aber ich glaube, das ist dieser Bubble Translator. Das sind keine guten Gespräche. Es ist kein Robotblatt. Wie geht's dir in dieser Zeit? Was machst du? Ja, nicht viel. Du hast nicht zugenommen, also hast du was vor? Ich hab tatsächlich zugenommen, du glaubst es nicht, aber so 1-2 Kilo nur. Ja. Weil ich bin dann sehr eitel, ich gehe dann gleich wieder so irgendwo laufen, ich drehe mich dann im Wohnzimmer. Ja, ich starte, das hilft nicht. Glaub mir das. Ich habe tatsächlich über 6 Kilo wieder zugenommen. Ich hatte mal eine Zeit lang, wenn du auf Tour bist, merkst du das nicht. Aber hier, selbst Autokino hast du ja mal gespielt, und bist aber nur wenig unterwegs. Mhm. Ansonsten ist man nur zu Hause. Und gut, dass ich Treppen habe. Ein Glück. Das ist so. Selbst die benutzt du nicht oft, oder? Ja, ich rufe mal einen an, der dir was mitbringt. Nein. Nee, aber was ist in Planung? Du musst es auch genauso alles absagen wie jeder andere auch. Also tatsächlich, ich meine, es ist ja sehr immer lustig und wir machen auch viel Spaß drüber, aber es ist ja eine harte Zeit für uns Künstler. Ja. Also am Anfang denkst du noch, okay, komm, ist jetzt halt mal so. Aber langsam mag das schon an einem selber auch, wo du ja nicht weißt. Es darf nicht zu lange dauern, glaube ich. Genau, weil du weißt nicht, wie es weitergeht. Und ich meine, ich hatte gerade eine neue Tour gestartet. Ja. Ich hatte viele schöne Locations. Und die heißt noch neulich. Und dann passiert das, ne? Die heißt neulich, ne? Nee, die heißt nicht neulich. Das steht bei mir hier so drin. Wer hat mir da aufgeschrieben? Ich selber. Bereitest du dich einmal ein bisschen auf deine Gäste vor? 13 mal neutral war gestern. Das richtig? Das war das Erste. Ja. Dann, alle Menschen sind anders, gleich. Ja. Mach dich frei und neulich. Nee, grenzenlos. Wie kommt neulich? Da steht neulich drin. Aber weißt du was, das wird das nächste Programm. Ja, das neue Programm ab 2021, neulich, mit Markus Krebs als Vorhoppe. Du musst jetzt immer Opening machen. Ja, genau. Du bist ein furchtbarer Gastgeber. Ja, ja, grenzenlos, du hast ein Wasser gekriegt, was willst du noch? Gewöhn dich nicht dran. Grenzenlos heißt es. Ja. Grenzenlos. Ich lese mir das nochmal durch. Alle Grenzen zu. Ja. Stimmt, das wäre noch witziger gewesen. Meine Fresse.
Aber hast du schon Nachholtermine, die du auf Verdacht gelegt oder der Veranstalter auf Verdacht gelegt hat? Ja klar, aber wir haben zum Beispiel die großen Locations weit nach hinten geschoben. Ja. So München und so, wo die große Städte sind, haben wir so ein Jahr später dann quasi. Ja. Also ich wäre im April im Zirkus Krone gewesen. Okay. Und das war für mich die größte gewesen. Das war so mein Highlight. Ja. Zum ersten Mal, Alain, jetzt hast du es geschafft. Muss ich auch verschieben, wäre schon im April gewesen. Ne? Genau, meins auch. Ist eine geile Sache. Ja, ich glaube, deins wäre ausverkauft gewesen, meine Eltern wären da gewesen. Ja. Das wäre mein Level gewesen. Ich hätte ein paar rübergeschoben. Nein, aber läuft doch auch gut. Das läuft gut. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, aber das haben wir ein Jahr nach hinten geschoben. Ein ganzes Jahr, weil du es halt einfach nicht weißt. Ja. Und die nächsten offiziellen Termine sind Ende August. Ja. Die aber auch schwierig aussehen. Ja. Weil du weißt ja noch nicht, was die Regierung sagt. Ich habe gehört, 31.8. Sollen Großveranstaltungen erstmal wieder überhaupt erlaubt werden. Sagen aber ich bin, ja nicht immer eine Großveranstaltung. Also eher nie. Weißt du, also Großveranstaltung. Aber selbst diese Location, wo 500, dann muss trotzdem nochmal Platz. Also bei 500 dürfen nur 200 rein und so weiter. Es bleibt dasselbe. Es bleibt doof, genau. Wir peilen es September an. Ja. Aber selbst da weißt du es ja nicht. Ja. Das ist so meine, also ich bin jetzt viel zu Hause und werde dick. Versuch was dagegen zu machen. Von was kurz geguckt, ja, eigentlich. Es gibt Schach und Daten bei mir. Ja. Das kann man immer wieder spielen. Ja. Kannst du Schach spielen? Ja, jeder kann Schach spielen, glaube ich. Nein, aber die Frage ist doch, wie gut du Schach spielen kannst. Ja, ich hatte ich wollte das machen, man hat das immer noch nicht in Planung gesetzt. Ich wollte im Kopf gegen jemanden spielen, Schach, ja, dass jemand an Bord meine Züge macht. Er sitzt an Bord, spielt auch, aber ich bleibe irgendwo anders und spiele im Kopf gegen ihn. Ja? Und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal filmen dürfen und so weiter. Ich habe das nur halb verstanden. So, ich spiele nur und merke mir im Kopf das Feld und spiele daraufhin gegen einen Gegner, der wirklich am Tisch sitzt und macht meine Züge mit. Okay. Ich hoffe, das funktioniert, dass wir das mal senden können. Ich weiß nicht, wir denken immer, es gibt nicht so viele Leute, die für Schach interessieren. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das guckt keiner. Aber ich habe tatsächlich, ich guck das, selbst früher WDR, das wird dir nichts sagen, aber das ist in Kanada. Nein. Aber da gab es immer eine Sendung, wo die Züge vorgemacht worden sind. Und warum er das gespielt hat und das habe ich als Kind aufgefressen, diese Sendung. Also bist du ein guter Schachspieler? Ja, ich glaube, ich spiele gut Schach. Okay, gut, weil ich nicht. Also ich auf jeden Fall weiß ich, wo AB negativ liegt. Okay, das ist gut. Nee, ich spiel wirklich nicht gut Schach. Ja. Nee, aber das ist, ich habe hier keinen, selbst Skat, ich bin ein guter Skatspieler eigentlich immer gewesen, aber das ist wirklich, das ist eine Sache, die stirbt aus. Es spielt keiner mehr Skat, von den jungen Leuten spielt keiner mehr Skat. Die müssen wirklich, so wie ich, auf die 50 zugehen. Noch von der richtigen Seite. Gibt's ja, bist du jetzt, darf ich da fragen? Ich bin 36, bin auch nicht mehr der Jüngste. 36, das mein Gott, da habe ich gerade, das weiß ich gar nicht mehr. Aber egal, das war eine wilde Zeit. Aber ich weiß gar nicht, ob ich 36, habe ich übersprungen. Aber als wir uns kennengelernt haben, da war ich 27. Ja, das stimmt. Und du musst ja eigentlich kennengelernt, nicht bewusst, aber in Bremen. Da war die Vorausscheidung, ne? Warst du auch in Bremen bei der Vorausscheidung für den Grand Prix damals? Ah ja, doch, ja. Ja. Aber wir haben uns vorher kennengelernt. Siehst du, das weißt du gar nicht mehr. Echt? Das ist so traurig. Du bist so ein furchtbarer Gastgeber. War das 36? Du machst Witze über mich, du gibst mir ein Stück Wasser mehr nicht. Ja. Vor mein Stück Wasser. Ja. Nein, wir haben uns, ich glaube sogar, ey, das könnte Duisburg gewesen sein, bei einem Mixshow kennengelernt. Durchaus möglich. Ach so, und, boah, doch, weiß ich doch. Also Hallo gesagt und so. Ja. Und ich weiß noch, ich kannte dich gar nicht und ich hatte meinen Auftritt und dann bin ich raus und so. Und dann warst du irgendwie dran und die Leute sind am Ausrasten. Ja, weil so. Ich da aufgehört habe. Und ich dachte mir so, ich war wirklich so, wer ist der Dicke? Was ist los da? Und du hast ja die Leute, also wirklich, das weiß damals ich noch. War ich noch dick. Und deswegen hatte ich dann auch Respekt vor dir, wo ich wusste, dass wir gegeneinander antreten müssen. Ja, erstmal musst du ins Finale kommen. Das war wirklich eine harte Nummer, ne? Ja, stimmt. Ich bin, glaube ich, an meinem Tag als letztes aufgetreten. Ja. Und die haben mich schon angeguckt, weil ich eben mit der Mütze und lange Haare, Cindy aus Marzahn hatte damals gedacht, also Ilka hatte gedacht, die Haare wären an der Mütze dran gemacht. Ja, wer macht denn sowas? Warum? Und dann durfte ich bei ihr Support machen und sage, du hast ja wirklich so lange Haare. Nee. Ja. Aber dann Finale und wir waren wirklich einfach ein eingeschworenes Team. Kann man nicht anders sagen. Ne? Also untereinander. Also Wir mochten uns also wirklich. Tatsächlich. Da auch Backstage und so weiter. Wir haben gelacht die ganze Zeit. Ja. War eine schöne Zeit. Ne? Glaub, und für viele auch erste Kontakt zum Fernsehen. Eigentlich. Genau. Also ich meine, ich war auch erst ein paar Monate dabei. Und das war ja für viele auch für dich. Ich meine, du warst ja trotzdem, obwohl du sehr gut warst, warst du ja trotzdem auch noch ziemlich frisch. Ach, gefühlt. 2 Jahre erst gemacht. Ja, ja gut. Ne, also es waren alle noch so sehr. Und es war auf einmal so 1000 Leute vor dir. Ja. Und ich glaube, weil wir auch so unbedarft waren, war dieser Konkurrenzdruck nicht so da.
Und ich bin ganz ehrlich zu dir, das klingt jetzt sehr blöd, aber ich hatte auch nicht so Druck, weil ich einfach wusste, wie hart du mir das machen wirst. Weißt du, was ich meine? Also ich war nicht so auf der, weil ich wusste, okay, Markus... Er meint jetzt so, nicht Backstage, das war der Auftritt. Ja, genau, Backstage auch. Er hat mir eine Schelle nach der anderen gegeben. Ja. Nein, ich hatte wirklich, und ich wusste halt, weil ich mich auch an diesen Duisburg-Auftritt erinnert habe, wie hoch deine Gag-Dichte ist. Ja. Und dann kommt am Schluss irgendwie noch deine Top-Witze und so. Und ich wusste, okay, wenn der Typ hochgeht... Ja. Ja, das wird schon schwer von den Lachen und so war es dann auch. Aber wir hatten, ich glaube, wir hatten die einzige Live-Sendung, ne? Danach wurde immer aufgezeichnet. Ja, mein ich. Und Live-Sendung ist ja nochmal schwieriger. Ja, ist noch der. Aber ich habe überzogen. Ja, ja, ich hatte 7 Minuten. Und du warst an 2. Stelle mit 6,5 und wir durften nur 5 oder irgendwie. Ja, oder, ja, genau. Ne? Das haben die mir auch gesagt. So, was soll das eigentlich? Aber wenn du halt mal, du bist am Spielen und dann. Da zeigt ja auch keiner was an. Niemals! Jo, operier mich von der Bühne nicht runter, einfach, wenn ich einfach da bin und wenn ich laber, ne, mich kriegst du ja auch aus der Kneipe erst als letztes. Aber um das auf den Punkt zu bringen, das war echt schön. Ja. Das meine ich wirklich. Ich habe das, auch wenn ich jetzt nicht gewonnen habe, du hast natürlich noch diesen Gewinner-Dings, du hast noch schöne Erinnerungen. Ja. Und ich habe das als super spaßige. Ich habe tatsächlich mit vielen noch Kontakt gehabt. Ich habe mit Gesa und Freddy noch immer die 4 geilen 3 noch gespielt. Ja. Andreas Römer hatte eine Mixshow, da habe ich öfters noch mitgespielt. Wir beide sehen uns, irgendwie ist das ja immer wieder, dass man hier zum Beispiel Comedy for Future, wären wir auch wieder dabei gewesen zusammen. Stimmt. Ja? Musste auch leider abgesagt werden. Eine gute Sache. Klima, den Klimaschutz. Für den Klimaschutz. Da wären wir auch zusammen aufgetreten. Ich hoffe, dass das wiederholt wird. Keine Ahnung, aber wäre eine gute Sache gewesen. Man läuft sich in der Branche natürlich sehr, sehr oft über den Weg. Ne? Ja. Mit wem hast du mit dem Tané oder irgendwie so mit irgendjemandem noch Kontakt? Auch, aber so wie mit dir halt. Weil das Ding ist ja, was ja das Schöne auch irgendwo ist, man ist ja selber nicht ein bisschen erfolgreich. Das heißt, man hat auch sehr viel zu tun. Ja. Und man trifft sie dann eben so wie sowas. Ist schade eigentlich, ne? Das ist super schade, aber früher war halt öfter so, du hast ja diese kleinen Shows gehabt, eben diese Kneipenshows in irgendwo, wo du Mixshows hattest für 50 Euro und vor 50 Leuten und da hast du dich oft gesehen. Ja. Du musstest spielen, du musstest auf die Bühne und das war eine super Zeit. Immer so, ey, wie geht's dir? Man hat sich immer gesehen und jetzt ist halt so, du spielst deine Locations, ich spiele meine. Es ist tatsächlich, wenn Corona nur ansatzweise irgendwas Gutes hat, ist, dass die Leute, so, die sich kennen, wieder ein bisschen näher zusammenrücken, weil man sich austauscht. Hör mal, wo ist da Autokino, da, genau, man redet darüber. Man hat plötzlich wieder mehr Kontakt. Wie geht's dir? Ist bei euch alles gesund? Oder irgendwie sowas. Was während der Tour tatsächlich fast gar nicht möglich war, weil man so viel zu tun hatte. Hat so viel Stress und du bist auch tatsächlich, also das Einzige, was ich das Positive auch sehe, ist, man kommt zur Ruhe wieder. Ja. Weil, also du kennst es selber, du hast dann halt deine Tour, du hast deine Karrieregedanken, okay, das willst du machen, das nächste und so. Schreibst du im Moment weiter? Ich schreibe mal eine neue Show einfach. Ja, also, warum nicht? Ja, ist natürlich, man kann jetzt Ideen haben, wir haben ja auch mehrere, aber jetzt der Podcast ist ja eigentlich auch dadurch, den wir aber weiterhin behalten wollen, auch in der gesunden Zeit. Genau, mal, so ne? weil wenn wir merken, das macht Spaß, die Leute kommen gerne hier hin, trinken mal Bier weg oder Wasser. Also wie gerne ich hier bin. Genau, ich packe dir 2 für den Weg an. Ne? Aber du kommst eigentlich aus der Schauspielerei. Ne? Du wurdest nach Alain Delon benannt. Ja, das ist auch so ein Gerücht wie bei dir und Kanada. Das ist, glaube ich, das gleiche Gerücht. Ja. Also, es steht drin. Es steht tatsächlich bei Wikipedia. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der frei heißt. Ich habe das nie erzählt. Nee, also ich glaube einfach so, irgendwie, dass der Name war damals populär. Also was heißt populär? Ja. In der Schweiz ist der aber Alain Delon war ein Name. Meine Oma fand den gut. Ja. Es hat sich generell, dass meine Mutter sagte, deswegen heißt du so. Ja. Aber das wird irgendwo daherkommen. Ja. Aber Alain ist in der Schweiz nicht so ganz unüblich. Also schon selten, aber nicht so selten wie... Bist du oft in der Schweiz im Moment? Gar nicht. Gar nicht. Also ich dürfte tatsächlich, weil ich einen Schweizer Pass habe, aber ich weiß nicht, ob ich zurück dürfte nach Deutschland. Man muss eine Zeit lang, glaube ich, in der Schweiz wohnen, um als Schweizer zu gelten. Ist das richtig? Ist das irgendwie so was? Oder, also ich glaube, sobald du einen Pass hast, Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel in die Schweiz rüberziehst oder irgendwie so was, und dann musst du aber auch beweisen, dass du eine Zeit lang in der Schweiz auch wirklich wohnst. Ach so, wohnst, das kann sein. Als, aber das sind ja Probleme, die ich da nicht habe. Das ist, wenn du da geboren bist. In der Urschweiz. Aber ich kannte der Karton nicht. Du kannst. Wie ist das? Solothurn? Solothurn, ja, genau. Ja, schön. Du hast du gut gesagt. Also Karton hast du furchtbar gesagt, das war ja auch, der Gag. Ja. Aber Solothurn, ist du bist auf Solothurn, ich habe das nur gelesen und stimmt, der passt, der Name. Super klein. Super klein, aber super schön. Ja. Ist die älteste Barockstadt, glaube ich, von der Schweiz. Ja. Ich wollte Europa sein, aber das stimmt, glaube ich, nicht. Hut ab. Hut ab, genau. Sonst, man muss ja ganz ehrlich sagen, Schweiz kannte man Emil.
Ja. Das war bei uns derjenige, der Vorzeige, und damals hat man noch nicht Comedian gesagt, Humorist, ja, so, ne? Komiker so. Vielleicht so. Gerade so. Hazel hat richtig Erfolg. Hazel ist auch ja, ganz gut. Ist ja. richtig unterwegs. Ja. So, Punkt. Das war's. Ja, viel ich gehört auch nicht dazu. Ja. Wie du dich aber ausklammerst. Sehen die Leute dich als nee. Deutscher oder als Schweizer? Also die Schweizer tatsächlich, ich merke das, die sehen mich fast mehr als Deutsche. Das finde ich fast traurig. Also Schweiz läuft auch ganz gut, wenn ich mal da hinkomme. Ja. Aber ich glaube, das liegt halt daran, dass ist jetzt aber keine Euphorie, dass da mehr Karten verkauft werden oder irgendwie sowas. Nee, es ist gleich tatsächlich. Ja? Ja. Weil ich merke das oft bei Fernsehshows, dass die dann immer sagen so, ja, aber du bist ja ein Deutscher. Ich denke mir, nee, Leute, ich bin schon ein richtiger Schweizer. Aber weil ich ja meine Karriere in Deutschland gestartet habe, mein Deutsch einigermaßen stimmt und ich vorher nie in der Schweiz gespielt habe, dass die Fernsehleute immer sagen, ja, aber ist einfach ein Deutscher. Und ich denke mir so, nee, Leute, das also ich fühle mich da ein bisschen benachteiligt. Wie kamst du zur Comedy, wenn du eigentlich Schauspieler werden wolltest? Ich hatte immer diesen Drang. Mhm. Aber du weißt ja selber. Ich hatte eben das Beispiel, haben wir darüber gesprochen, MC René, der irgendwann mal von seinem Rap wegging und hat mal versucht, als Stand-Upper, wir sehen uns im Zug, hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Ich habe da sogar ein Kapitel. Ja, ich werde erwähnt da drin. Ich habe ein ganzes Kapitel, mein Lieber. Du hast ein ganzes Kapitel. Weil der war bei mir in der Schweiz. Nee, du hast bei mir den kompletten Toastvorrat weggegrillt. Der war bei mir in der Schweiz zu Besuch und dann hat er darüber ein Kapitel geschrieben. Ja. Weil er, glaube ich, nicht klar kam, wie teuer die Schweiz ist. Da muss er das. Es ist wirklich so. Also man denkt, da ist ein Grundstück mit drin, wenn du was bestellst. Ist wirklich. Also, ist aber nie. Ja, du musst noch drauf zahlen, Grundstück. Ja. Das ist echt krass. Aber es ist auch, man muss auch sagen, wenn du in Zürich bist, ist es was anderes, als wenn du in Baden auftrittst oder irgendwie sowas. Ne? Hier Magic Comedy Festival und so weiter. Da ist von Zürich Stadt zu Stadt schon. Das Zürich ist schon heavy. Ist teuer. Ja, Also wirklich, also ist echt so. Ja. Wo waren die, ich weiß nicht. Die fahren übrigens von Basel rüber, tanken nach Freiburg. Hab ich gehört. Hast du gehört? Ja. Das soll da günstiger sein, also passt da auch mal auf. Ich kam darüber, ich habe schon während der Schauspielschule das ausprobiert. Ja. Da war noch Quatsch Comedy Club Talentschmiede. Ja. Und hat die Ilka das schon gemacht damals? Genau, das war gerade so das Ende von der Ilka und ich habe da eine Show gespielt und ich bin sang- und klanglos ausgeschieden. Ja. Habe ich erstmal ein Jahr nichts gehabt. Also das war, ich bin auch dahin ohne Vorbereitung. Ich bin da wirklich, ich mache das schon. Ja. Und dann denkt man, da war nichts. Genau, so war es auch. Das war gar nichts. Nee, ich hatte sogar Spaß. Ja. Ich hatte ja das Bühnengehen, ich hatte das gern gemacht, aber ich hatte keine Gags. Ja. Ja. Und dann bin ich ein Jahr später nochmal, da hat es Ilka nicht mehr gemacht und da hat es geklappt. Okay. Ja, das war meine glorreiche Bei mir war Geschichte. Echt alles wie nur auf Zufall aufgebaut. Ich möchte den Zufall nicht missen. Nee, aber ist tatsächlich, wie sich das manchmal entwickelt. Ja, Thorsten Sträter war genau dasselbe. Alles durch Zufall. Irgendwann mal auch ein bisschen was vorgelesen, mehr vom Comedy Slam und dann plötzlich kommen die Bühnen dann. Ne? Guck, wie beim Chris jetzt, wir standen früher wirklich vor 10 Leuten und sind aufgetreten, ne? Wir mit dem Chris noch zusammen. Chris hat ja diesen einen großen Auftritt, dass du durch die Decke gehst. Bei TV Total, da. Ja. Und wir sind da super gut befreundet. Ja. Wir haben auch mal zusammen gewohnt. Ich krieg noch ein 20 von ihm, kannst du ihm mal sagen. Ich sagen, ja. Ja. Und dann war der wir reden über Kristall übrigens. Ah ja, genau, sorry, das müssen wir noch erwähnen. Ja, natürlich. Ja. Und da war der bei TV Total und immer nach seinem Auftritt haben wir drüber gesprochen, wie das so war. Ja. Er hatte diesen Auftritt und wir waren noch beide so, ja, war ganz okay, oder? Ja. War keine Euphorie, war immer so, ja, ich habe es so nett gemacht. Ja. Man ist einfach froh, überhaupt bei TV Total mal dabei zu sein. Wird vielleicht ein paar Klicks geben bei Facebook. Ja. Und dann haben wir aufgelegt und dann ruft er mich früh morgens an und sagt so, Alter, Geh auf Facebook, ich werde berühmt auf die Art. Weißt du, es geht durch die Decke. Und dann hat er innerhalb von in dieser Nacht so 300.000 Fans gekriegt und so. Ja. Und wir konnten es beide nicht glauben. Wir waren beide so überrascht von diesem. Ja. Ja. Aber das ist dem gönnt man dann auch. Ja, natürlich. Ja, der ist einfach liebe Jung. Ja. Ne? Also, wenn du gehörst auch in die Kategorie, das meine ich ernsthaft. Das meine ich ernsthaft. Mehrmals spielen auch zum Schluss nochmal. Oder vielleicht als Werbung dafür mal. Nein, aber es gibt doch so Leute, die einfach sagen so, ja, und du bist einfach, guck mal, immer wenn ich dich gesehen habe, wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt zusammen um die Häuser gezogen sind, aber immer wenn ich dich gesehen habe, habe ich mich gefreut, was immer lustig war. Wir hatten auch immer Themen, sofort, weil man fast dasselbe erlebt hat. Ja, einfach so anders. Und weil da auch anfing. Ja? Und du bist Kanadier und ich bin Schweizer. Das hat nie deswegen. Ganz und wir touren durch Deutschland. Das ist alles, was wir gleich haben. Was der Bier, also wir sind ländliche Menschen eigentlich. Ja, aber ich brauchte lang für die Sprache. Nee, aber man muss ganz ehrlich sagen, so der Werdegang ist, ich bin zwar jetzt natürlich etwas älter, habe etwas später mit angefangen, aber das ist fast gleich. Ja, wie gesagt, wir haben diesen Comedy Grand Prix, war trotzdem für uns beide der Karrierestart. Ja. Und dann hat jeder seinen Weg gemacht und jetzt sind wir wieder hier. Ja. In deinem Keller. Hier. Das ist unsere Karriere. In deinem Keller. Da Lachen im Keller. Hätten wir auch so denken können. Wir gehen zum Lachen im Keller. Aber wenn ich da mal was sagen darf, hier, und das muss ich ausdrucken,
Weil, da gibt's ja gar nicht. Hier, pass auf, jetzt kommt der mit der Brille. Ne, frei. Jetzt könnte ich es sagen. Hat gewonnen. Ersten Platz NDR Comedy Contest. Dortmunder Pokal mit C geschrieben, warum auch immer. Oder Pokal. Das ist der Gag, glaube ich. Ja. Mhm. Euskirchner Kleinkunstpreis. Stuttgarter Comedy Preis. Monheimer Schnattergans. Düsseldorfer Master Comedy Slam. Düsseldorfer Comedy Slam an sich in Trier gewonnen mehrmals und so weiter. Junge, du hast ja alles abgeräumt, was geht. Ja, weißt du warum? Sag es. All diese Preise, die du vorgelesen hast, ja? Ja. Du warst bei keinem einzigen dabei. Deswegen habe ich die alle gewonnen. Ich hab abgekackt beim NDR Comedy Preis. Da hatte ich aber auch einen Auftritt, wo ich dann selber gesagt habe, aber wir haben dann ein Bild gemacht, was dann hinterher bei der CD Rocker Rocker mit hinten drauf war. Wirklich, ja? Ja, da waren so viele Aufkleber drauf, da stehe ich dann so und das wurde dann beim NDR Comedy. So konnte man den Auftritt dann doch gebrauchen. An was lag's, wenn ich fragen darf? Es regnete, der Flug kam zu spät, das Taxi fuhr nicht richtig. Guck mal, ich bin jetzt im Wettbewerb. Ich weiß, da waren ein Puppenspieler dabei, der gewonnen hatte. Das ist immer gefährlich, Puppenspieler sind gefährlich. Und der war tatsächlich gut gewesen. Das auch noch, ja, weil die gewinnen ja manchmal auch, wenn sie nicht gut sind. Und das ist dann passiert. Ja, es passiert. Happened. Wettbewerbe. Es ist immer Momentaufnahme. Ja. Klar, du weißt, wenn jemand gut ist, ist er gut. Ja. Keine Frage, aber da kommt so viel. Würdest du wieder bei Wettbewerben mitmachen? Tatsächlich. Vielleicht nur bei großen für Fernsehen oder was, ne? Ja, aber ich finde Wettbewerbe so, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das ist ja auch Quatsch, weil ich finde Wettbewerbe sind Momentaufnahmen. Ja für junge Comedians, die sich beweisen. Ja. Und das ist ja auch cool. Ja. Wenn ich jetzt da hingehe, ich meine, ich habe doch meine Leute und so, also ich finde, das passt ja da nicht mehr hin. Ja. Also es würde auch den jungen Leuten so den Platz, die sollen doch da jetzt hingehen und so wie wir damals. Ja, ja, ja. Und dazu kommt auch, dass Wettbewerbe immer komisch sind. Ja. Eben, wer ist als erster dran? Sind die Leute gerade gut drauf bei dir? Also das ist immer so, wer ist vor dir? Wer hat seine Fanbase mit und so weiter. Ich fand auch immer schlimm, wenn du Musikleute hattest. Ja. Weißt du warum? Weil Musikleute, im Gegensatz zu uns, die können was. Ja. Und dann war das immer so. Da aber ich finde schon, dass wir auch was können. Ja, schon, aber nicht alle Leute haben das gefunden. Aber ich glaube auch, keiner will, dass ich dabei Gitarre spiele. Ich habe das Gefühl, ich sollte keine Gitarre dabei spielen. Aber weißt du nicht, dass die Leute dann so denken, die denken dann so, ah, guck mal, der Typ war lustig, aber der konnte auch noch was mit dem Instrument und so fort, haben die einen Bonus. Oder gerade auch Klavier, Orgel und so weiter, alles klar, so, das kommt immer sehr gut an. Aber das spricht auch der Neid aus mir, weil ich kann sowas gar nicht. Ich habe die Ruhe dafür nicht. Ich glaube, ich könnte das lernen. Ich spiele relativ gut Schlagzeug, was bei Comedy überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Obwohl doch, du kannst eben so einen Tusch geben. E-Gitarre, wenn sie stark verzerrt ist, was auch dann so ist. Aber ansonsten bin ich tatsächlich, ich wollte auch immer Frontmann sein. Ich wollte auch, wenn, dann der Sänger sein, der vorne steht. Kannst du das? Ja, ich kann nicht singen, außer wenn mich die, es gibt doch diese Sendung, wo der Hallervorden mitgemacht hat. Wie heißt das? Masters of sowas da, ne? Ja, also wo man die nicht erkennt, die Sänger, die kleinen. Ah, ja, Masked Singer. The Masked Singer, genau. Ach so, ja. Ja, ich glaube da, aber ich habe doch eine typische Stimme. Ich glaube, man würde mich sofort erkennen. Aber ich würde dich da noch sehen. Ich würde dich vor allem gerne so ein Maskottchen sehen, so ein Duisburg-Maskottchen. Ich kann natürlich so ein Elvis, das ist Snowfly. Das würde noch gehen. Ja, ja. Also ich finde das nicht so schlecht, ja? Ja. Also Zweitkarriere. Also wenn ihr, also Let's Dance bitte nicht, auch wenn ich die Sendung gut finde, aber Masked Singer könnt ihr mal anfangen. Ne, hast du schon mal eine Kochsendung? Ich soll bei Grill Hensler. Du bist so wie Nachrichten, weißt du? Ja, so die Börse, Nahostkonflikt. Und in die Lotto. Ich war noch nie in der Kochshow und tatsächlich, ich würde unglaublich gerne mal eine Kochshow. Ja. Also wenn das jemand guckt, der wichtig ist bei Fernsehsendungen, weil ich kann nicht gut kochen, ich mache es sehr gerne. Ich koche auch sehr gerne 5 Minuten Terrine. Nein, ich habe ein paar Rezepte, die man mir nicht zutraut. Ja, also dass dann die Leute geflasht sind, weil du das hingekriegt hast. Nein, nicht nur das, sondern dass ich auf die Idee kam. Ja? Ich habe es für dich drauf gesehen. Das ist nicht von meiner Mutter aufgeschrieben, nichts gegen dich, Matze. Matze hat ein schönes Buch gemacht, ein Kochbuch, Kochen mit 2 linken Händen, wo aber die Rezepte von seiner Mutter stammen. Ah, meine Mutter kocht auch sehr gut, aber ich möchte dann in solche immer selber was machen, eine Eigenkreation, weißt du, so. Also improvisierst du denn? Also Wasser aufsetzen und Bier aufmachen. Nein, nein, aber nicht improvisieren, sondern ich mache so Frikadellen, da ist so ein Käserand drumherum und dann kommt dann nochmal Gehacktes drumherum. Sieht aus wie eine Pizza. Sieht total geil. Ist total lecker. Und es passt auch zu dir wieder. Es ist mein Leben. Du bleibst in deinem Stil treu, finde ich. Wenn ich keine Comedy mehr mache, mache ich Frikadellen. Also wenn du oder singst, die 2 Sachen können. Ja. Also lade mich gerne ein, aber
dann auch will ich mir Frikadellen. Natürlich. Hör mal, du bist mit dem Zug hier und trinkst Wasser. Trinkst du überhaupt keinen Alkohol? Super selten. Ja. Es muss ein freudiges Ereignis sein. Ja, okay. Dann bist du natürlich hier raus. Nee, also ja. Ich trinke zum Anlass tatsächlich. So, das war alles frei. Hast du ein eigenes Rezept, wo du sagst, das machst nur du so, lässt Wasser anbrennen? Ich weiß es nicht. Nee, gar nicht. Ich habe kein eigenes Rezept. Tatsächlich nicht. Also ich koche dann, wenn... Ich mache ab und zu bei Instagram, dass mir Leute ihre Rezepte schicken und ich koche die dann. Ja. Das mache ich gerne, aber ich habe kein eigenes. Aber das finde ich lustig. Machst du dann, zeigst du dann auch im Podcast, du machst dann mit Salim auch, ne? Genau, mit Salim Samatu, Marvin Endres machen wir einen Podcast, den haben wir kurz geplant vor Corona. Ja. Man rechnet ja heutzutage nur noch nach und vor Corona. Ja. Und das war kurz vorher und der ist auch ziemlich lustig, würde ich sagen. Ja. Der ist nicht so lustig wie der hier. Ja. Aber unsere Leute... Du hast jetzt eine halbe Minute Zeit, dafür Werbung zu machen. Guck mal, bei uns haben die Leute richtige Getränke, das ist der Unterschied, ja? Und wir haben uns auch gegessen und der ist sehr lustig, weil es drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Ja. Und Salim ist drei verschiedene Persönlichkeiten. Genau, das ist richtig. Das ist es, ja. Und ich. Und, ich liebe Salim wirklich. Ja, also Salim ist verrückt, Knaller. Aber auf die gute Art. Ja, ja. Ich sage immer so, ich habe Salim gewähren so einen gewissen Grad an Maß. Also weißt du, ich kann ihn. Geh einen Tag bisschen mit einem Tag unterwegs, hast du ein neues Programm. Genau, und dein Tag ist auch schön, aber das reicht dann auch. Ja. Und deswegen, wir sehen uns nur beim Podcast und das harmoniert super. Ja. Weil wir uns dann sehen. Aber der Tag reicht natürlich. Genau, das ist auch wieder gut, weißt du? Das ist wie mit meinen Neffen, ich liebe die auch. Ja. Ich muss jetzt die behalten. Ja. So, und kann ich gerne ist mal. Ist immer reingucken. Gut, wenn man was abgeben kann. Ja, genau. Ist richtig. Und ich gebe ihn ja auch gerne wieder ab. Ja. Das nächste Mal kannst du wieder. Man erzählt über mich ja immer so, dann ist der Witzeerzähler. Ja, bist du auch ein bisschen. Ja, nein, ein bisschen nur. Ein bisschen schon, weil, und es ist keine Beleidigung. Nee, sag ganz ehrlich. Warum? Selbst deine normalen Geschichten, weil du hast so einen schönen, ich liebe deinen Rhythmus. Ja. Dass selbst Geschichten, die kein Witz sind, hören sich bei dir so an wie ein Witz und deswegen ist es ein Kompliment. Du musst es als Kompliment sehen. Trage es wie eine Rüstung. Erste Kompliment heute. Eigentlich, wann fährt der Zug mehr? Du bist mit dem Zug gekommen. Genau. Ja. War von Zürich aus nach Wesel. Genau. 8,5 Stunden und gelaufen. 8,5 Stunden Stehplatz. Von Wesel muss ich laufen. Ja, genau. Mehr, ich bin Zugfahrer, weil ich wohne in Köln in der Stadt. Und dann fahre ich. Man muss, ich bin ja tatsächlich aufs Land gezogen, aber Köln, da ist wirklich die Comedy... Hochburg, sagen wir mal. Ne, viele ziehen wirklich nach Köln, weil da eben die Geschäfte laufen. Ne? Am Anfang auch eine meiner Ideen, weil du ja immer auf Bühnen kannst. Du kannst ja auf jede kleine... Aber das, da laufen zu viele schon rum, oder? Mittlerweile viel zu viele Shows. Ja. Ja, guck mal, das Ding ist ja, du kennst es selber, man macht halt diese Open Mics, wie die heißen, so. Man macht ja nicht mehr. Also ich höre von, dass es jetzt mittlerweile alle in Köln gibt. Ja. Aber ich krieg's dann nicht mehr so mit, weil ich muss. Die wollen natürlich, dass ihre Kneipe laufen und so weiter. Alles klar, du hast genug Möglichkeiten in Köln. Komm, wir holen den. Der war zweimal im Quatsch Comedy Club, da kennst du den schon im Fernsehen und so weiter. Ja, ja. Ja? Aber das war Rap. Das wird dieser Rhythmus, den du hast. Ja, ja. Du hast ja schon sehr viele versteckte Talente. Ja, du kannst kochen, manchmal, rappen, siehst gut weiter. Aus, du Schach, hast alles. Schach. Ja. Schach, ich hab Schach vergessen. Aber erzählst du selber Witze auf der Bühne? Sag es. Super selten. Aber, weil guck mal, ich bin erstmal super schlecht, den Witz zu erzählen. Ja. Das ist der Punkt. Und ich habe in meinem neuen Programm, weil ich habe so eine Story, wo ich erzähle... Es gibt keine schlechten Witze. Nein, Witze gehen in der Regel immer. Es gibt keine schlechten Witze. Aber ich bin schlecht darin zum Erzählen. Ja. Und was ich auch erlebe, das kennst du doch auch, dass du nach Comedy-Shows kommen Leute auf dich zu und sagen so, hey, ich muss dir unbedingt diesen Witz erzählen. Kenne ich nicht. Und ich kriege die logisch. Ich hasse das. Ich hasse es, ja. Und darüber habe ich eine Story erzählt und ich erzähle am Schluss auch den Witz. Aber ich darf dir nicht heute erzählen, weil der ist für mein Programm. Weil der ist so schlecht, dass er richtig gut ist. Also du würdest was vorausnehmen. Genau, ich mache das nicht. Aber ich kann dir einen anderen Witz erzählen. Erzähl doch mal einen anderen Witz. Aber ich habe keine gute. Ich bin wirklich schlecht. Es geht ja so. Okay, komm, ich erzähl den Witz. Erzähl den. Aber der ist eigentlich eher zum Gucken. Scheiße. Der ist visuell. Die Kamera läuft auch, aber bei die Leute für Spotify guckt euch dann auch bei YouTube an. Den hat mir mein Bruder als kleines Kind erzählt. Ja. Da siehst du schon, wie hoch das Niveau von diesem Witz sein wird. Der wird klasse sein. Und ich konnte nicht, ja? Ja. Aber wie gesagt, wie geht denn der? Warte, ich muss was. Ja. Ich versuch's, ja? Hier, Werbung. Ich weiß nicht, ich habe ihn auf Schweizerdeutsch gehört. Ich versuche ihn jetzt einzudeutschen. Ja, ja. Okay, ich versuche ihn, ja? Er ist ein visueller Witz, ja? Okay. Er ist ein visueller Witz. Entschuldigung, aber konntest du so lieb sein und die Tür aufmachen, Busfahrer? Ja, ich kenne ihn. Für die Leute, die es jetzt nicht gesehen hat, er hat beide Hände an die Lippe und die Nase. Ich schäme mich ein bisschen gerade. Nein, es ist ein Brüllerwitz. Ja.
Richtig schlechter Witz ist eben dieses, so wie spricht man in der Sauna, Schwitzerdütsch. Ne? So, den habe ich auch schon tausendmal gehört. Ja, den hört man so, aber das ist ja. Das sind die Witze, die Leute mir nach der Show erzählen. Genau, ja, solche Witze. Genau solche Witze. Und das ist eben, aber der Schweizer hat keine bösen Witze für Deutsche und der Deutsche keine wirklich bösen Witze für Schweizer. Ja, das ja, stimmt. Es gibt ja so, wo du richtig knallhart durchhaust, ja. Aber irgendwie beide Länder hauen sich nicht wirkliche Beleidigungen in den Witzen um die Ohren. Und weißt du warum? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie der große Bruder. Ja. Also Deutschland ist oft so, wir sind auch so ein bisschen, weißt du, ah, die Deutschen und so, gerade auch Fußball. Aber gerade auch bei der WM, man ist doch auf Schweizer Seite, wenn es nicht gegen Deutschland geht. Ja, aber ich glaube andersrum nicht ganz. Also ich will jetzt hier keine ja. Aber ja. Es ist tatsächlich so, dass es dann eher so ist, aber das ist eben das Ding. Die Deutschen sind ja die Erfolgreicheren. Ja. Gerade im Fußball, dann ist man so, oh, die Deutschen haben wieder Erfolg. Ja. Aber es hat ein bisschen was wie so, oder ein Cousin, der gehört zur Familie, aber du magst ihn nicht immer. Ja. Aber er gehört zur Familie. Ja. Und deswegen ist es immer so mit Respekt. Schöne Erklärung. Ja. Ja. Aber für mich ist da, ich bin immer sehr gerne in der Schweiz. Und wenn ich dann eben so will, zwei Schweizer Bauern und die sehen zwei Kühe, die gerade am Bumsen sind, weißt du, ne? Und sagt der eine, oh, das könnte ich jetzt auch. Sagt der andere, kannst du machen, sind doch deine Kühe. Kann man mal machen, ja, muss man nicht. Muss man, ich wollte sagen, ich schäme mich jetzt weniger für meinen Witz. Weißt du, ist so. Ich wollte ein bisschen Druck rausnehmen. Nein, aber ich habe immer so einen Anteil, ich mache ja immer die Top 5, die immer mal eine Top 10 und immer mal eine Top 100 werden mit auf der Bühne. Aber ich habe halt ein Publikum, wo die Hälfte gerne die Storys hört und die andere Hälfte gerne wegen den Witzen kommt. Ja, du spielst. Aber das ist auch eine schöne Mischung. Ja. Also ich habe dein Programm auch gesehen, ja. Und ich finde das top, dass du, du haust dir halt ab und zu so raus, sagst jetzt hier, komm, ein Witz. Ja. Und das lockt das immer auf, also deswegen ich mag das da gerne. Ich finde, ich sage zum Beispiel auch immer, der saß an der Theke, der hat immer Bombenwitze erzählt. So baue ich dann in die Geschichte ein und kann die Witze mit einbauen. Ja, so hast du einen schönen Übergang und er bleibt in der Kneipe. Ja. Ne? Übrigens, ganz kurz nur, wir haben immer eine CD, die ich anbiete. Okay. Nicht anbiete, sondern vorschlage. Und da können auch, Alter, hast du eine CD mal rausgebracht? Nie. Es wird Zeit. Ja. Und zwar Heinz Grönig, der unglaubliche Heinz, hat eine CD rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wann das er gemacht hat. Sie ist mega lustig. Erstmal ist er ein total sympathischer Typ. Zweitens ist die CD mega lustig. Ich stelle auch CDs hier vor, die auch schon mal älter sein können. Ne? Aber ich denke immer so, holt euch, ich weiß gar nicht, ob man die im Internet jetzt zurzeit kriegt oder irgendwie sowas. Ja, Heinz ist ein sympathischer Typ. Versucht euch diese CD zu holen von Heinz Grönig, der unglaubliche Heinz, Weltklasse. Im Notfall, hier im Keller gibt es eine. Ja, kann man hier hören, vor Ort, kostet ungefähr 300 Euro Eintritt. So, dann wollen wir nochmal gucken, was wir über dich hatten. Hier, das ist ein typischer Schweizer Witsch. Ja, da wird ja kroatisch. Ja, und zwar... Ja. Ein Schweizer fällt in eine Gletscherspalte. Nach 2 Stunden kommt Megafon und sagt, hallo, was hat der dann nochmal gesagt? Hier spricht die Bergwacht vom Roten Kreuz. Und tut mir leid, ich spende nichts. Das ist ein typischer Schweizer Witz, oder? Boah, krass, der war so schnell, da bin ich überfordert gerade. Ich habe jetzt ein bisschen gedauert, bis ich ihn gecheckt habe. Oder hier, pass auf, Länderspiel in Bern, die Schweizer Nationalmannschaft, führt mit 2 Toren Vorsprung. Sagt einer, so eine Kneipe, gar nicht übel. Sagt der andere, das stimmt, aber deswegen musst du nicht austicken. Ne? Das ist ein bisschen, ja, die Schweizer Mäuse ein bisschen ruhiger. Ne? Ja. Aber ich bin in Bern, in Zürich, in Basel aufgetreten, in Thun, glaube ich, auch und so weiter. Es ist kein Unterschied. Nein, verstehen nicht. Auch. Nur mein Kniffelwitz. Ich sage so, der hat beim Kniffel die Chance gestrichen. Ja, aber alle ruhig. Weißt du warum? Jazzi. Ja, natürlich. Natürlich. Du kannst doch nicht. Ja. Du kannst doch nicht mit deutschen Begriffen. Und weißt du, wie ich auf der Bühne stehe? Der hat beim Kniffel die Schanze geschrieben. Und in Deutschland alles, der bei mir. Und da. Ja, aber frage ich doch. Das werde ich in Zukunft machen. Ich hatte eine ganz coole. Kennst du Vincent Pfefflin noch? Der hat sicher, klar. Der hat auch mal einen Comic-Grand Prix gewonnen. Berliner, ne, glaube ich auch. Genau, ja, der Kiffer. Ja. Und der hat in der Schweiz gespielt. Ja? Ja. Ich wusste nicht, was er macht. Er war vor mir dran und er geht auf die Bühne. Und er hat eine super Nummer über Flaschenpfand. Ja. Und er erzählt diese Nummer und erzählt und Totenstill. Ja. Die Leute gucken. Und ich mir nach 10 Minuten, ja, habt ihr Flaschenpfand in der Schweiz, die Schweizer? Nee, haben wir nicht. Ja. Hat immer was erzählt, was die Schweizer so, was redet der Junge? Ja. Und ja, wir haben viele Begriffe anders. Zum Beispiel auch Skat heißt bei uns Jasse. Mhm. Oder Mensch, ärgere dich nicht.
Ja. Ich habe mich immer gefragt. Heißt bei euch Menno. Das wäre gut. Von Dori. Und das war jetzt ernsthaft, weil ich habe das in dem Fernsehen gehört. Und ich dachte mir immer so, was ist das für ein Spiel? Ja. Ich will wissen, was das für ein Spiel ist, weil wir kamen das in der Schweiz nicht. Ja? Ja. Ich war so enttäuscht, weil wir haben das auch, aber bei uns heißt es Eile mit Weile. Das ist schön. Ja. Und das ist ein perfekter, wir haben die halbe Stunde schon durch. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Aber guck, ich wollte noch eine Sache machen. Ja? Ich habe es erst vorhin gesehen. Eine Sache macht Alain Frey nur hier heute im Partykeller von Markus Reh. Nein, das hast du so hoch angekündigt. Alain Frey macht jetzt was. Ich mache das jeden Tag. Nein, weil ich reingekommen bin, ich habe gesehen, wir haben einen Partnerlook. Ja. Hat sich das gelohnt? Hat sich gelohnt, kriegst gleich eine Mütze. Furchtbar. War lustig. Schön, dass du hier warst. Hat mir gefallen. Wenn ihr euren Podcast mal mit Gästen macht, ruf mich ruhig an. Ich werde Moment, hast du das jetzt gesagt? Das wäre mein Wunsch, Papa. Ja, so. Ich mach das in Köln. Nee, aber wir würden es für dich in Köln machen. Wir machen es ab und zu auch in Köln. Wir bauen das Studio auf. Nach Köln kann ich. Da ist das hat er jetzt gesagt. Ja. Gut. Jetzt mit Schach. Jetzt bin ich drin. Ja, da spielen wir Schach gegeneinander. Drei simultan, weißt du, ihr drei gegen der mich. Der kleine Pudding zu. Aber ihr müsst trotzdem mal an einem Board halt mit drei Mann sitzen. Hör mal, bleib gesund. Danke dir, dass du hier warst. Ne? Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Prost.